Ich habe etwas Positives und etwas Negatives zum zeigen. Und zwar, wenn man hier hinläuft, schmeckt man es schon. Wir haben das befallene Käse von den Kirschessigflügen. Das ist jetzt so ein befallenes Käse. Gestern habe ich noch vom schönen Sommerwetter geschwätzt. Und heute einfach im Bach in der ganzen Anlage, Mann. Das ist doch nicht normal, ey. 5 Wochen haben wir auf den Tag gewartet und heute ist es endlich soweit. Wir sind fertig mit der Käseernte 2024. Herzlich willkommen zum neuen Agrarvlog. Es ist Montagabend in der letzten Erntewoche. Wir sind jetzt schon fertig mit Ablesen. Ich kann nachher noch abgeben. Ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt noch schnell was, weil ich habe etwas Positives und etwas Negatives zum zeigen. Zuerst mal das Positive. Die tun wir morgen ablesen. Das sind Cordia. Und die sind richtig, richtig schön. Also da, die sind richtig schön gross. Und vor allem, es hat noch immer noch so viel dran, gell? Wir haben ja die schon mal überlesen, aber vom Behang her könnte man meinen, die gehen wir morgens erstmal ablesen, weil da hat immer noch so viel dran. Und vor allem jetzt sind sie alle so schön und so gross geworden. Und beim ersten Mal haben wir ja nur schon die grossen rausgenommen und die kleinen hängen lassen und die sind jetzt wirklich noch richtig schön geworden. Und das ist richtig erfreulich. Und jetzt noch zum Negativen. Und zwar, wenn man hier hinläuft, schmeckt man es schon. Das ist überhaupt nicht gut. Wir haben befallene Käse von den Kirschessigflügen. Darum schmeckt es jetzt hier nach Essig. Und eine Woche vor Ende Ernte ist dann mega schade, weil die verbreitet sich recht schnell. Und wenn man jetzt gesehen hat, die anderen schönen Käse, wenn jetzt die noch befallen werden von den Essigflügen, dann können wir die nicht mehr ablesen. Und das wäre richtig schade, weil da sind noch richtig viele, haben wir ja gesehen, die Bäume. Und da hat es noch ein paar Reihen, die so sind. Und ja, ich kann es euch mal zeigen. Es hat hier ein paar Käse, die es hat. Ich suche euch mal schnell eins raus, wo befallen ist. Da ist jetzt so ein befallenes Käse. Da, die Löcher hier sind Einstichslöcher von den Kirschessigflügen. Und jetzt, wenn man hier so drückt, dann gibt es so Blätterchen. Und wenn man da schmeckt, dann schmeckt es richtig nach Essig. Also, da ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass da von den Essigflügen ist. Hier bei dem sieht man es auch recht gut. Wenn man drückt, dann blubbert es so. Ja. Das ist sicher nicht gut. Schade, nervt, so etwas zu wissen, dass man die Flüge jetzt in der Anlage haben, vor allem wenn man sieht, wie schön die anderen nach Käse noch sind. Und jetzt bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes übrig, als zu hoffen, dass wir möglichst viel noch ablesen können. Im besten Fall können wir vielleicht sogar noch alle ablesen. Aber da müssen wir jetzt vorzuschauen. Wir hoffen jedenfalls das Beste, dass wir die schönen Käse noch pflücken könnten. Das wäre schön. Aber ja, so ist es halt in der Landwirtschaft mit den Schädlingen und allgemein mit Krankheiten und so. Wenn man die in der Anlage hat, wenn die Kultur befallen wird, dann ist halt immer blöd. Das Schöne am Konventionellen ist, da kann man je nach Insekt oder je nach Krankheit kann man es noch schützen davor. Mit Pflanzenschutzmitteln, mit Bio kannst du noch weniger machen. Jetzt hier haben wir ja das Netz, also wir probieren ja schon Sachen möglichst zu vermeiden, ohne Pflanzenschutzmittel. Aber schlussendlich wären wir dann gleich froh, dass wir noch Pflanzenschutzmittel einsetzen können, wenn es wirklich spät ist. Aber ja, so ist das eben in der Landwirtschaft. Kann man nicht ändern, aber da macht es irgendwie auch irgendwo durch auch interessant. Schön, endlich Sommerstimmung. Heute sind wieder mal richtig schwitzige Temperaturen gewesen, die Käseanlage. Ah, und dort, warte, ich zeig schnell. Boah. Da, der hat wohl auch ein bisschen zu viel Früchte gehabt. Der hat auch richtig viel Behang. Ist halt gerade abgebrochen. Da ist die schöne alte Hochstämme. Da mit dem riesen Pilz. Das sieht richtig krass aus. Der hat da unten dran irgendwie so Wassertröpfe oder so. Das sieht so aus. Das ist auch nicht wahr. Das sieht irgendwie noch schön aus. Hier die alten Obstbäume sind halt schon noch viel
Wert für die Biodiversität. Jetzt der wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel wie die anderen. Andererseits, da ist wahrscheinlich Marsch hinten dran. Darum können dort auch noch Insekten und so rein. Aber so die sind schon noch schön. Ich finde es auch noch schön zum Anschauen. Gestern habe ich noch vom schönen Sommerwetter geschwätzt. Und heute. Nicht zu viel dazu sagen. Ich muss mich hier langsam auch gewohnt. Einfach im Bach durch die ganze Anlage, Mann. Durch die ganze Reihe, meine ich. Wow. Riesen Günther da. Das ist doch nicht normal, ey. Der zweite Pflücktag von dieser letzten Erntewoche ist vorbei. Das Wetter ist wieder besser. Hier jetzt einfach immer noch ein riesen See. Fazit zum heutigen Tag. Es hat wieder mehr Unerfreuliches als Erfreuliches. Weil wir sind gestern haben wir noch gespritzt, Käseanlage. Mit Audienz, da ist Kirsche, Käseessig geflogen. Das ist übrigens ein biologisches Mittel, also das kann auch im biologischen Anbau eingesetzt werden. Da haben wir jetzt gespritzt, aber wir können nur dort spritzen, wo wir nicht mehr die Woche ablesen, weil das Mittel hat 7 Tage Absetzfrist. Das heisst, wenn wir es gespritzt haben, können wir 7 Tage später nicht mehr abgeben. Wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht ein riesen Problem, meiner Meinung nach, weil zurzeit hat es ja so viel Käse, dass die zuerst ins Lager müssen. Und erst später eigentlich zum Inladen kommt zu den Konsumenten. Aber gleich so ist die Regelung, wir dürfen nicht Käse abgeben, wenn wir es innerhalb dieser 7 Tage gespritzt haben. Also wir müssen die Wartefrist wirklich einhalten. Das ist die Regelung. Darum haben wir nicht die können spritzen, die wir jetzt eben die Woche ablesen. Aber alle anderen haben wir gespritzt dafür. In der Hoffnung, dass wir es so ein bisschen eindämmen können. Und dann haben wir heute Morgen angefangen und wirklich gerade schon am Anfang haben wir bei der Cordia, die sind wir jetzt am Ablesen, auch schon gefunden, befallene Käse. Nicht mega viel, aber wir haben halt schon gefunden. Und das war sehr ernüchternd, weil, ja, dann wissen wir, es bringt wahrscheinlich nicht ganz so viel Spritzen, weil es ja in der Cordia, in denen, die wir jetzt noch ablesen, auch schon hat. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass die Flüge eher im unteren Bereich ist, hier umeinander. Und je weiter oben ist, desto weniger haben wir gefunden. Also ehrlich gesagt, wir haben auch da nicht allzu viel gefunden, aber wir haben gleich so 10, 15 Käse insgesamt gefunden. Und dann war unsere Überlegung, dass wahrscheinlich Käse eher aus dem Norden von da her reinkommen, Käse-Essigflüge, dass sie eher vom Wald her vielleicht gekommen ist und dann von da, von unten gegen rauf vielleicht Käse befällt. Darum haben wir es jetzt so gemacht, dass wir die Cordia-Reihe, die wir haben, insgesamt 10 Cordia-Reihen. Und die hier befallen waren, haben wir jetzt die bis etwa die Hälfte rauf schon mal abgelesen. Dass wir vielleicht so den Druck können verringern können. Dass eigentlich obendran haben wir jetzt bis jetzt noch keine Befallene gefunden. Dass wir die dann erst später können ablesen können. Weil sonst hätten wir gerade bis rauf gemacht und die nächsten zwei wieder runter. Das wäre ja viel effizienter. Aber jetzt durch die Essigflüge oder durch die Thematik haben wir es jetzt halt so gemacht. Und bis jetzt war es soweit erfreulich für heute. Wir konnten gleich noch viel ablesen. Und es sind auch schön soweit Käse. Jetzt ist einfach die Frage: Es ist so ein Wettrennen. Käseessigflüge gegen uns. Wer ist schneller? Wer kann mehr Käse ablesen? Oder verpflügen? Wer kann schneller Käse befallen? Ich weiß gar nicht. Wir haben nicht so viel Erfahrung mit der. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Vielleicht kann sie das in 2 Tagen schon alles befallen ist und dann können wir am Donnerstag schon aufhören ablesen. Aber da hoffen wir natürlich nicht. Jetzt sollen wir morgen so weiter ablesen. Möglichst schnell, möglichst viel. Und dann kommt es so, wie es kommt. 5 Wochen haben wir auf den Tag gewartet und heute ist es endlich soweit. Wir sind fertig mit der Käseernte 2024.
Und es war ein sehr erfolgreicher Ernte. Erfreulicherweise sind wir auch schneller als Käseesse geflogen. Also wir haben alle, die wir wollen, haben wir noch ablesen können. Und es war rundum eine erfolgreiche Ernte. Es war eine super Stimmung beim Ernteteam, in der Familie und auch die Saisonangestellten und die anderen Leute, die helfen ablesen. Es war immer cool mit denen zum Ablesen. Die Stimmung war wirklich angenehm und es hat soweit darum auch Spass gemacht. Es ist auch speziell gut gegangen vom Wetter. Es hat nur wenige Tage, wo es sehr heiß war. Es hat viele Tage, wo es geregnet hat, wo es etwas schwierig gemacht hat mit dem Fahren in der Anlage. Hier sieht man es zwar, es hat sich schnell wieder erholt, aber unten dran sieht man es noch, es ist recht dreckig, also hat leise gegeben. Da hat es ein bisschen erschwert, um mit dem Motormeier reinzufahren. Darum haben wir immer von oben reinfahren und dann so ab. Aber das war eigentlich fast das einzige Problem. Sonst war wirklich wunderbar. Und ja, das war es mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis nächste Woche.